Hallöchen, ich habe heute einen Wagen da zum Klimacheck. Die Klimaanlage funktioniert nicht mehr. Kann an verschiedenen Sachen liegen. Entweder ist sie komplett leer, also Kältemittel ist nicht vorhanden, oder ist irgendwo undicht oder Kompressor ist kaputt. Ja, jetzt habe ich es mal an die Klimawartungsmaschine angeschlossen. Hochdruck, Niederdruck. Und als ersten Schritt werde ich mal probieren, da Klimamittel auszupumpen, um zu schauen, ob da was drin war. Und falls nichts drin war, dann befüllt man das und schaut, ob die Klimaanlage funktioniert. Saugt es danach wieder ab. Aber so kann man das dann testen. Jo. Jetzt schauen wir mal, was das Gerät dazu sagt. Absaugprozess. 280 Gramm, also da war schon was drin. Wahrscheinlich nicht genug, aber ist was drin gewesen. Hier ist Hochdruck- und Niederdruckanzeige. Druck ist vorhanden. Kältemittel war auch drin, nicht genug. Müsste um die 520 Milligramm drin sein, waren aber nur 350. Aber dann hätte es ja trotzdem etwas kühlen müssen, hat es nicht getan. Jetzt kann es sein, dass es am Kompressor oder so liegt. Aber da machen wir jetzt nicht mehr weiter, weil das sollte jetzt nur ein Klimacheck gewesen sein. Und das sagen wir jetzt dem Kunden auch, müsste zum nächsten Termin nochmal kommen. Das ist hier ein Seat oder was ist das? Ein Skoda Rapid Klimawartung. So, wie viel kriegt der rein? 475 Milliliter. Okay. Ja, schon alles eingestellt. Wird erstmal altes abgepumpt, altes Klimamittel, Kältemittel. Und dann neues eingefüllt. Warum ist das da so niedrig? Ja, das stimmt irgendwie manchmal auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Guck, den Raum hätte ich letzte Woche gebraucht, um den Generator auszubauen. So, Klimawartung ist fertig. 475 befüllt. Okay, dann alles abstecken und zum nächsten Auftrag. Hier habe ich den nächsten Auftrag. Scheinwerfer polieren. Sind ganz trüb. Verschiedene Schleifpapiere, verschiedene Körnungen. Fangen wir mit dem gröbsten an und schleifen uns dann vor. Das kommt dann alles da drauf. 800er Schleifpapier. Und arbeite mich dann langsam vor, was haben wir hier, 3000er ist das Feinste dann zum Schluss. Also privat darf man es erst gar nicht machen. Ja, hat wahrscheinlich dann auch sicherheitsrelevante Aspekte, weil wenn man es privat macht, kann man es vielleicht nicht fachgerecht machen. Sieht auf jeden Fall schon mal schlimmer aus als vorher. Die sind so scheiße, ey. You get what you pay for. Ne? Ja, das ist Wasser. Ja. Ah, ja. Ja, ich muss nur mal gucken, erstmal wie es ausschaut. Jetzt habe ich hier noch weitere Körnungen. 450 kommt jetzt, dann 800, dann 1000, 1500, 3000er.
Und danach macht man den Schwamm hier drauf und poliert das alles mit dem Zeug und das hier zum Schluss noch mit einsprühen. So. Momentanes Ergebnis katastrophal. So, das ist Endergebnis. Sieht alles aus wie Sau. Jetzt hier noch Schutz. So. Den Schwamm drauf machen und dann nochmal abpolieren. So, das ist ein Ergebnis. Kann sich, denke ich, mal sehen lassen. Ne? Kann sich sehen lassen. Aber die Sauerei hier muss ich noch wegputzen. Da.